Den perfekten Schauspieler für eine Filmrolle auszuwählen, ist schon ein kniffliger Prozess. Doch noch schwieriger wird es, wenn ein Schauspieler eine Produktion verlässt, was aus einer Vielzahl von Gründen geschehen kann. Regisseure und Castingprofis müssen dann oft händeringend nach Ersatz für ihre ausscheidenden Stars suchen. Hier sind einige der verrücktesten kurzfristigen Neubesetzungen, die wir auf der Leinwand gesehen haben. Einige von ihnen endeten mit der erfolgreichsten Rolle des Ersatzdarstellers. Es ist schwer, sich etwas anderes als die Stimme von Mike Myers für den liebenswerten Zeichentrick-Oger vorzustellen. Doch die Geschichte der Besetzung von Shrek ist eigentlich ziemlich tragisch. Ursprünglich war der Komiker und Charakterdarsteller Chris Farley für die Rolle vorgesehen. Und seinem Bruder Kevin zufolge hat Farley tatsächlich fast alle seine Dialoge für den ersten Shrek-Film aufgenommen. People see me and they go, "Ah, help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre!" Leider hatte Farley seit einiger Zeit mit Alkohol- und Drogenmissbrauch zu kämpfen. Und im Dezember 1997 verstarb er in seiner Wohnung in Chicago an einer versehentlichen Überdosis Drogen. DreamWorks beeilte sich, einen Ersatz zu finden und entschied sich für Myers. Außerdem besetzten sie die Rolle der Fiona mit Cameron Diaz neu, die Farleys SNL-Kollegin Janine Garofalo ersetzte. In der Rolle des Patrick Bateman in der schwarzen Horrorkomödie American Psycho aus dem Jahr 2000 ersetzte Christian Bale kurioserweise sich selbst. Nun ja, gewissermaßen. Regisseurin Mary Harron hatte Bale für die Rolle ausgewählt, doch der britische Schauspieler war noch nicht der Superstar, der er heute ist. Die Verantwortlichen bei Lionsgate wollten einen bekannteren Schauspieler und machten Berichten zufolge Leonardo DiCaprio ein Angebot über 20 Millionen Dollar, ohne Harron darüber zu informieren. Harron kämpfte hart, um Bale zu halten, doch Lionsgate entfernte sich schließlich auch aus dem Projekt und ersetzte sie durch Oliver Stone. Stone begann, das Drehbuch zu überarbeiten und der Film geriet in eine Entwicklungshölle. Schließlich verließ DiCaprio das Projekt, um The Beach zu drehen, und auch Stone stieg aus. Als Lionsgate schließlich auf Harron zurückkam, stimmte sie zu, als Regisseurin zurückzukehren, mit Bale als Bateman. Ihre Beharrlichkeit zahlte sich definitiv aus, denn der Film wurde ein polarisierender Kassenerfolg und schließlich ein Kultklassiker, der Bale an die Spitze von Hollywoods Bestenliste katapultierte. Wow. Isn't this a coincidence? Obwohl er schließlich die Rolle von Wolverine in X-Men bekam, war Hugh Jackman nicht die erste Wahl von Regisseur Bryan Singer. Ursprünglich wollte Singer Russell Crowe, der die Rolle ablehnte. Crowe empfahl seinen Freund Jackman für die Rolle, doch Singer entschied sich für den erfahreneren Schauspieler Doug Ray Scott. Unglücklicherweise wurde die Produktion von Mission Impossible 2 nach hinten verschoben, so dass er nicht zur Verfügung stand, als die Dreharbeiten zu X-Men begannen. Singer war gezwungen, die Hauptbesetzung in letzter Minute zu ändern und rief Jackman zum Vorsprechen, der die Rolle bekam, und somit gehört der Rest zur Geschichte. Mit ihrer Darstellung der Dottie Hinson in der Sportdramedy Eine Klasse für sich aus dem Jahr 1992 eroberte Gina Davis die Herzen der Kinobesucher im Sturm. Hey, who the manager? I am! Act like it, you big lush! Die ursprüngliche Wahl von Regisseurin Penny Marshall war jedoch die Schauspielerin Deborah Winger, die wütend war, als sie erfuhr, dass Marshall den Pop-Superstar Madonna für den Film besetzt hatte. Marshall erzählte später in ihren Memoiren, dass Winger, bevor sie das Set verließ, zu ihr sagte: "Du machst einen Elvis-Film." Anschließend sprach Davis in Marshalls Hinterhof vor und bewies, dass sie einen Ball werfen konnte. Während der Rest der Besetzung vor den Dreharbeiten monatelang gemeinsam trainierte, musste Davis hart und schnell arbeiten, um für die anspruchsvolle Rolle in Form zu kommen. Es ist wahrscheinlich schwer, sich jemand anderen als Michael Biehn als Dwayne Hicks in dem Film Aliens von 1986 vorzustellen. Aber ursprünglich sollte es James Remar sein. Ein paar Wochen nach Beginn der Dreharbeiten verließ Remar jedoch abrupt die Produktion. Später verriet er in einem Sidebar-Podcast-Interview, dass er zwar ursprünglich dringende Angelegenheiten zu Hause als Grund für seinen Ausstieg angegeben hatte, in Wahrheit aber mit einer Drogensucht zu kämpfen hatte und Regisseur James Cameron Remar entließ, nachdem er wegen Drogenbesitzes verhaftet worden war. Da er keine Zeit hatte, sich auf die körperlich anspruchsvolle Rolle vorzubereiten, wurde Michael Biehn als Ersatz für Remar engagiert. Der von der Kritik gefeierte satirische Film Die Truman Show wäre nicht derselbe ohne die Figur des Christoph, des besessenen Showmanagers, der meisterhaft von Ed Harris gespielt wird.
Doch Regisseur Peter Weir entschied sich zunächst nicht für Harris. Ursprünglich war Dennis Hopper für die Rolle vorgesehen. Nach Beginn der Dreharbeiten kam es zwischen Weir und Hopper zu kreativen Meinungsverschiedenheiten, die Hopper veranlassten, die Produktion ganz zu verlassen. Später verriet Hopper, dass er nach nur 2 Drehtagen gefeuert wurde, eine Entscheidung, die er damals als einen schweren Schlag bezeichnete. Harris wurde in letzter Minute als Ersatz für Hopper engagiert und stürzte sich in die Rolle, was ihm eine Oscar-Nominierung und ein Golden Globe für den besten Nebendarsteller einbrachte. Neben seiner Darstellung des Mannes ohne Namen ist Clint Eastwood vor allem für seine Darstellung des knallharten Cop der Mordkommission Harry Callahan in Dirty Harry bekannt. Doch die Rolle wäre beinahe an einen anderen berühmten Darsteller gegangen, Frank Sinatra. Angeblich sah das für Sinatra geschriebene Drehbuch vor, dass Harry eine Schrotflinte Kaliber 12 als seine Signaturwaffe trug. Doch als die Dreharbeiten begannen, musste Sinatra abspringen. Eine gebrochene Hand, die er sich bei den Dreharbeiten zu Der Manchurian-Kandidat zugezogen hatte, machte es ihm unmöglich, eine Waffe zu halten. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass das Originaldrehbuch verwendet werden würde, stimmte Eastwood zu, Harry zu spielen und festigte damit seinen Platz in der Geschichte der Popkultur mit einer 44er Magnum und dem häufig falsch zitierten Satz: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?